schönen guten Morgen. Wir haben es Freitag. Ich habe jetzt heute schon ausgeladen in Hema. 2 Trafos und 3 volle Ölbehälter und 2 leere Ölbehälter. Die werden nächsten Monat, glaube ich, irgendwann wieder abgeholt. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Finntrop. Oder nach Finnentrop, ach, irgendwie so. Da laden wir 12 Paletten Maschinenteile. Aber davon, ja, Paletten sind nicht so wirklich, sind eher Colts und Einwegpaletten, was da auf den Auftrag stand. Soll wohl an sich bloß so 10 Tonnen wiegen, halt insgesamt. Und das sind dann auch 2 Ladestellen, immer Berlin und immer Fürstenwalde, die lade ich dann Montag selber aus. Naja, erstmal kicken. Ist jetzt kurz vor 8:30. Ich war um 9 oder was bin ich denn da? Oh Mann, ey. Ja, ja, mal kicken. Ich hoffe ja, dass ich heute noch zurückkomme bis nach Hause, bis zum Hof. Und nicht da unterwegs noch irgendwo auf der A2 strande oder was weiß ich, wo ich dann lang fahre. Mal gucken. Ja. Schauen wir mal. Weil darauf habe ich jetzt nämlich nicht so die Lust. Obwohl ich eigentlich fast davon aussehe, dass ich heute nicht mehr nach Hause komme. Aber ich habe zwar noch keine Stunde runter, keine Stunde Fahrzeit. Ich kann auch heute bis 9:30 arbeiten, aber naja, die A2 halt, ne? Ist halt immer so eine Sache auf dem Freitag. Aber die A2 ist sowieso schon so eine Sache für sich. Aber auf dem Freitag ist es dann halt nochmal ein bisschen voller. Ah ja, wir gucken einfach mal. Ich werde auf jeden Fall nicht irgendwas planen oder irgendwas, weil das wird sowieso nicht funktionieren. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ganz entspannt. Weil was nicht ist, ist halt nicht. Ist halt einfach so. Oder ob ich jetzt um Freitagnacht irgendwann um 9:30 zu Hause bin oder Freitag, Samstag früh um 8:00, 9:00. Das ist an sich eigentlich hops wie Sprung. Also, das macht an sich keinen großen Unterschied. Schauen wir mal, ne?
geschafft, geschafft, ab nach Hause, ab nach Hause. Hat mir das jetzt doch schon ein bisschen die Laune verdorben. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber ganz ehrlich, ich meine mal, wenn der Staplerfahrer zu dir sagt, wir sind jetzt fertig mit Laden, kannst festmachen und zumachen alles. Dann machen wir Papiere. Weiß ich nicht, stand er dann auch noch ein bisschen da? Weißt? Wenn ich auf Toilette war, Hände gewaschen, geguckt und so, aber da kam er in dem Moment nicht. Naja. Ja, man könnte auch davon aussehen, dass ich auf die Papiere nochmal gucke und nochmal kontrolliere, ob alles da ist. Ist an sich, sagen wir mal so, nicht verkehrt. Wenn ich selber geladen hätte. Wenn ich selber lade, dann gucke ich halt schon mal auf die Papiere und gucke dann auch ab und zu mal, ob denn alles schon drauf ist und ob das drauf ist, wie viel da jetzt noch kommt. Aber wenn ich dann halt immer nicht die Papiere habe und der Staplerfahrer die hat. Ja, naja. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass sie mich dann nochmal wieder zurückschicken. Hätte irgendwie gut in die Woche gepasst, ich weiß auch nicht warum. Naja. Letztendlich hat jetzt auch keiner weiter angerufen. Weiß nicht, keine Ahnung. Inwiefern die da jetzt noch irgendwas regeln, weiß ich nicht. Naja. Ich habe jetzt noch gute 3,5 Stunden bis zum Hof.
Irgendwie staumäßig, soll wohl auch noch irgendwas sein. Kriegst du das auf dem Navi. Schätzungsweise irgendwo bei Magdeburg die Ecke. Keine Ahnung. Ja, ich schätze mal so gegen 8 oder was. Spätestens 8 bin ich auf dem Hof. Spätestens 8 muss ich auf dem Hof sein. Weil da habe ich nämlich keine Fahrzeit mehr. Naja. So ist es manchmal im Leben. Man kann nicht alles richtig machen. Ist einfach so. So, jetzt bin ich nämlich auf dem Weg zum ersten Kunden, wo nämlich der eine Keul davon fehlt. Ich versuche den die ganze Zeit zu erreichen über Telefon. Aber der hat sein Handy aus. Jetzt haben wir kurz vor 8. Ich weiß nicht, wann er mal so anfängt, aber ich bin um 8 da. Das Ding ist nämlich, dass ich doch ganz gerne mal wissen möchte, von welcher Seite ich ranfahren muss zu der Baustelle. Immer von der Wuhlheide, also von der Straße, oder von der Ostendstraße. Die Wuhlheide geht von oben nach unten da so in die Straße rein und die Ostendstraße geht von unten nach oben. Ja, dementsprechend bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unschlüssig. Aber gut, ich meine, wenn er jetzt nicht rangeht, ich werde jetzt so fahren, wie mein Navi das mir sagt. Ich habe es mir angeguckt bei Goggle. Man kann eigentlich von beiden Seiten ranfahren, nur halt ist, ist halt die Frage, von wo es halt dann am besten ist. Ne? Na, wie gesagt, von der Ostendstraße kann ich ranfahren. Da fahre ich darin. Ja. Also von der Fahrt her bin ich, von der richtigen Seite rein gefahren. Das ist schon mal sehr viel wert. Hier sieht es übrigens aus hier. Jetzt muss ich noch mal kurz ein Stück rückwärts fahren, weil ich muss hinter den Betonwänden rennen. Und da kann ich ja noch die Seite aufmachen und alles. Ihr müsst euch vorstellen, so eine Scheiße habe ich damals auch gemacht. Oder unsere Firma. Aber jetzt nicht mit Betonwänden, sondern also nicht so, aber so in der Art. Aber jetzt weiß ich auch mal, wie es aussieht. Ne? Ich werde gleich nochmal erstmal die Tür aufmachen, bevor ich da komplett drin fahre. Kommt nichts. Ja, ein Stück weiterfahren.
Erstmal stehen bleiben. Das hast du schon, ja, denke ich mal. Da mit dem Turmdrehkran wird es abgeladen. Keine Ahnung, ob das so passt. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ich hoffe nur mal, dass alles heile bleibt. Das ist also meine größte Sorge. Mahlzeit. Ich bin gerade auf dem Weg nach Regensburg. Boah, schön. Ich bin gerade auf dem Weg nach Regensburg. Also ich versuche zumindest. Weil ihr kennt das. Stau, Vollsperrung. Alles, was so das Herz begehrt eines Truckers. Es ist einfach nur noch traurig. Einfach nur noch traurig. Jetzt wollte ich eigentlich Weißenfels runterfahren, weil ich jetzt den Stau umgehen wollte, beziehungsweise auf den Autohof mich stellen wollte. Aber nicht mit der Rechnung der Straßenmeisterei. Die haben nämlich jetzt alles Weißenfels abgeleitet. Dementsprechend ist der Autohof dezent voll. Dass ich da überhaupt noch runtergekommen bin, das ist ein Wunder. Einwandfrei. Das ist einfach nur Katastrophe. Aber ich habe ja noch eine Stunde Fahrzeit habe ich jetzt noch. Aber ich weiß nicht, wie weit ich damit jetzt komme. Das ist das Problem. Das ist halt traurig. Jetzt bin ich hier nämlich auf der B91. Guck da, seht ihr die B91? Seht ihr? Ah, ich meine mal, der Profi erkennt das hier am Gras. Hundertprozentig. Dann nehmen wir mal da hoch. Am Spannwerk, am Trafo, wie auch immer. Und naja. Jetzt haben wir 19.40 Uhr. Eigentlich wollte ich schon Feierabend haben. Naja. Was nicht ist, ist nicht, ne? Bleibt nicht aus. Scheißdreck hier, ey. Kein Spaß. Macht keinen Spaß. Nee. Naja, ich melde mich mal, wenn es denn wieder vorbei ist und so. Eventuell es sein könnte, dass ich wieder auf der Autobahn bin. Aber nur eventuell.
auf der Auto. 31, 32 Minuten. Ach du Scheiße. Alter. Warum? Egal. So, wir sind jetzt wieder auf der Autobahn. Und laut Fahrzeitenschreiber habe ich noch 25 Minuten Fahrt. Das heißt, ich werde jetzt nicht, denke ich mal, nicht mehr bis zum Hermsdorfer Kreuz oder so mal fahren. Muss ich mal, jawohl, ach, keine Ahnung. Muss mal gucken. Geht jetzt so lübt. Ich würde jetzt meinen Eco-Modus rausmachen. Alter, wird so nix. Nee, gut, ne? Dann werden wir das jetzt einfach mal dabei belassen. Und ich melde mich morgen wieder. Denke ich mal. Bis dann.